Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das wird jetzt ein Vorstellungsvideo wieder, weil Unboxing ist, denke ich mal, ein bisschen zu klein, zu wenig. Hier was. Ja. Und zwar die PlayStation 5 Wandhalterung. Ich habe im letzten Video noch gesagt, dass ich die LED reinkleben werde. Die war ja schon reingeklebt. Ich habe die ja im Live-Unboxing, also im Livestream, haben wir ja schon kurz reingeguckt. Aber hatte ich voll verpeilt. Ja, die wurde von Snapseller schon reingeklebt. Ja. Die ist auch vertieft hier. Hier ist eine Vertiefung. Das ist halt die Wandhalterung. So, dann kommt die an die Wand. Hier kommt die PlayStation rauf und hier, ich weiß nicht, ob ihr seht, dass es vertieft ist, also ist einmal wirklich komplett alles vertieft. Ich werde meine PlayStation jetzt hier nicht draufstellen, nicht weil ich Snapseller nicht vertraue oder, ja, da gibt es so ein Video, ich werde euch ein Video verlinken, bei Amazon Shop ist da glaube ich drin, müsst ihr gucken, bei den Produktbildern, da ist so ein Video, da wackelt da so mit dran rum. Oder wart auf der Webseite? Ich weiß es nicht. Ich werde euch das verlinken in die Videobeschreibung. Nicht, weil ich Snapseller nicht vertraue. Aber jeder, der eine PS5 hat und jeder, der die PS5 liegend hat, kann mir das bestimmt nachvollziehen. Er ist froh, wenn sie stabil steht, auf diesem wackeligen Standfuß, ohne mal runter zu rutschen, neben zu rutschen, und man eine Disc rein und raus machen kann. Das ist ein Glücksfall, weil ich habe ja noch den Standfuß drunter, dass er beleuchtet ist, aber das ist bei der PS5 beschissen. Der Standfuß von Sony ist beschissen. Wenn du so hoch kannst jetzt wie hier reinmachen kannst, super, Schraube unten fest, aber für den liegenden Zustand, weil die hat nur zwei so eine Haken und die werden dann einfach nur, die sind auch irgendwann ausgenuddelt, also die ist locker und kommen dann da so ran und dann hast du halt so den Standfuß, wo die PlayStation raufkommt, unten dritte, und das ist dann halt so in der Kuhle, so wie die PlayStation dann halt ist. Und dann hat es halt so Art Anti-Rutsch-Dinger mit dran. Das wirkt null. Null. Das ist für ein Arsch. Das wirkt null. Die ist wackelig wie ein Lämmerschwanz da drauf. Aber egal. Hochkant, super. Liegend, scheiße. Aber ich habe keinen Platz für Hochkant, habe nur für liegend Platz. Egal. Jedenfalls hier ist es schon dran von Snapseller. Wir bekommen auch zusätzlich, was ich jetzt nicht auspacken werde, natürlich hier, weil die PlayStation 5 ja schon massive Gewicht hat, sind hier größere Schrauben und größere Dübel drin als bei der PS4 Wandhalterung. Und auch wieder ein Controller mit, sieht man das? Controller mit USB. Den packe ich jetzt nicht aus, den brauche ich jetzt nicht. Ich nehme den von der PS4 Wandhalterung. So, dann können wir das wieder wegpacken. So, und dann nehmen wir einfach mal das von der PS4 Wandhalterung. So. Ich werde euch mal nach unten richten, damit ihr das so ein bisschen besser seht. So, also wie gesagt, hier ist jetzt der Kabel, also nicht wundern. Ich werde es mal ein bisschen schräg machen. So. Und das Licht ausmachen, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. So, die LEDs scheinen jetzt praktisch nicht nach oben Richtung PlayStation. Die sind halt verkehrt rum aufgeklebt, dass sie in das Plexiglas scheinen und dadurch ein schöneres Licht ergeben. Seht ihr das? So. Und wenn wir das, oder hier an der Wand halt, seht ihr das auch, wenn die Schutzfolie natürlich ab ist, dann, also die, wir haben hier von beiden Seiten auch nochmal Schutzfolie, damit es nicht zerkratzt, dann sieht das auch ganz anders aus. Dann sieht es noch heller aus. Und wir haben ein richtig dickes, hier selbst seht ihr das, wie das leuchtet? Wir haben ein richtig dickes Plastik. Also, ja. Ich komme jetzt gerade auf den Namen. Plexiglas. Mensch, bin ich doof.
So, und hier haben wir auch wieder verschiedene Farben, die wir durchgehen können. So. Und das wäre jetzt dieses PlayStation Blau, was ich bevorzugen würde. Aber die PlayStation 5 ist ja auch ein bisschen heller. Das Menü ist ja so weißlich gemacht. Da würde jetzt auch ein Türkis gut aussehen. Oder wir kommen hier hinten noch zu Blautönen, wo so ein bisschen hier nochmal Türkis, ein bisschen hier Blau mit ein bisschen Weiß drin zum Beispiel. Und dann hier ein bisschen mehr Weißquellen, bis es dann in Rot übergeht. Ja, also wir haben hier mehrere Farben. Ich mache nochmal diese kräftige Blau. So. Und dann haben wir auch noch verschiedene Helligkeitsstufen. Das ist jetzt das Dunkelste. Und jetzt haben wir 7 Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wartet. 8 wäre jetzt wieder ganz dunkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. So. Und dann haben wir auch noch verschiedene Modi, zum Beispiel, die wir machen können. Hier haben wir so ein schnelles Flashlight, würde ich es mal nennen. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen Augenkrebs verursachend. Ich mag sowas nicht. Wenn, deswegen schaltet die Helligkeit vorher, bevor ihr halt so ein Flashlight oder irgendeinen Modus nehmt, die Helligkeit auf die Stufe, die ihr haben wollt. Weil danach in dem Modus ist der Knopf für die Helligkeit, nämlich der, damit wir das langsamer machen können. So ist es dann schon mal ein bisschen angenehmer, würde ich sagen. Und das ist halt das Schnellste. Da geht es von Farbe in Farbe über. Das ist, finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber okay. Hier haben wir dann so ein Blinken. Das ist jetzt ein ganz schnelles Blinken und dann können wir dann halt hier immer langsamer machen. Genauso sieht es dann halt aus mit den anderen Farben. Jetzt kommen halt Blinken in verschiedenen Farben. Und dann haben wir hier noch so ein Pulsierend in verschiedenen Farben. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel auf die schnellste Stufe machen, das ist diese, dann seht ihr, dass das ziemlich schnell ist. Wenn man hier so ein paar Stufen runter macht, dann ist es so ein pulsierendes Atmen mit Farbwechsel. Es gibt aber auch noch mit pulsierenden Atmen pro Farbe. So. Das müsste jetzt auch nochmal pulsierend sein, aber ein bisschen anders getaktet, glaube ich. Das ist jetzt nur Rot, Grün. Jetzt kommen halt die ganzen Farben. So, dann haben wir hier ein Blinken. Aber nur in 3 Farben, also Rot, Grün, Blau. Und dann wiederholt sich das. Hier noch in schnelleren Farben. Und da hat man dann aber hier auch... hier ist das Flashlight. Nee, das ist... Genau, das ist dieses Rainbow. Das ist halt das ganz schnelle. Finde ich jetzt nicht so schön, wenn es ganz schnell ist. Ich finde das jetzt so mit diesen sanften Übergängen von Farbe in die nächste Farbe. Da können wir nochmal ein bisschen runter machen. Finde ich eigentlich viel angenehmer. Ja, und dann können wir können auch jederzeit wieder zur Farbe wechseln. Und wenn ihr denn halt zum Beispiel so. Also das ist praktisch die niedrigste Helligkeitsstufe. Und die geht dann in die Modis. Ja, dann bleibt es natürlich bei der niedrigsten Helligkeitsstufe. Dann müssen wir wieder zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
und die Farbe blau nochmal eingestellt und dann ist blau drin. Ja. Finde ich persönlich richtig schick. Ich finde das richtig toll. Mir fällt es. Nicht nur die Wandhalterung an sich, sondern auch mit den Modis und so. Ihr könnt da natürlich auch andere Sachen machen. Ihr könnt auch selber LEDs da reinmachen. Und eine Alexa-Fernbedienung, Fernsteuerung nehmen. Aber wie gesagt, das habe ich in den letzten Videos schon gesagt, ich weiß nicht, was für LEDs da drin sind. Wenn das LEDs sind, die nicht nur Helligkeit und die Farbe machen, sondern auch die Farbintensität. Also wenn man blau hat, wie viel Blau in Blau drin sein soll, dann könnt ihr euch mit den normalen Alexa-Dingern oder wenn ihr mit Fernbedienung habt zum Beispiel, euch die Dinger ganz schnell kaputt machen. Die LEDs, die feuern dann durch, die gehen dann gar nicht mehr. Das habe ich ja bei meinem Bild nämlich gehabt. Lieber das so benutzen oder ihr nehmt euch selber ein LED-Band oder wenn ihr noch einen Rest habt und schneidet euch das zurecht. Da gibt es ja Adaptermöglichkeiten. Da seid ihr dann halt. Ja, einen Kabelschacht kann man ziemlich nah hier ranlegen, dann kann man die Kabel da alle verschwinden oder den Kabelschacht hier hoch machen und dann gehen die Kabel gleich in den Kabelschacht rein. Von der PlayStation und so, dann sieht man da auch nichts. Da kann man alles sehr schön machen. Ihr könnt das halt mit einem USB-Verlängerungskabel, könnt ihr das. Das ist jetzt von Kabel direkt. Sehr gute Qualität von den Kabeln her, könnt ihr das halt verlängern. Dann könnt ihr den USB hier verlängern. Wenn ihr aber das Zwischenstück zwischen LED und Bedienelement verlängern wollt, da gibt es dann halt auch Verlängerungskabel. Ich werde euch da mal ein bisschen was in die Videobeschreibung packen. Und dann könnte man das halt auch verlängern. Dann hat man den Controller dann halt nicht hier, sondern zum Beispiel man macht den Controller an den Wandadapter ran oder so. Aber jetzt ist er ja so gedacht, dass er dann praktisch der Controller hier in die Rückseite der PlayStation 5 geht, der USB. Und dann könnte man die Kabel hier hinten verstecken. Also ein bisschen vom USB, so ein bisschen doppelt machen. So, dann wäre der hier hinten, dann würde der nicht auffallen. Und man hätte nur den Controller, der da so ein bisschen rausguckt und der Kabel, der dann hier hinter geht. Und dann kann man halt hier stellen. Wenn man aber sagt, man macht das sowieso im Kabelschacht und so und verlegt sie, weil der Stromkabel irgendwo hin muss oder was weiß ich, und man macht so einen kleinen Kabelschacht, damit das hinterm Fernseher geht oder wenigstens runter irgendwie irgendwo versteckt oder so, dann kann man natürlich auch einfach nur dieses Element verlängern und so, macht den Controller dann halt unten auf dem Schrank, dass man den dann liegend hat und dann kann man hier jederzeit drücken und dann geht dann hier der Kabel durch den Kabelschacht hier oben ran. Das wäre auch eine Möglichkeit. Werde ich euch mal verlinken. Gibt es verschiedene Längen. Da seid ihr auch bis zu 3 Meter. Habe ich ja auch alles hier. Ich werde den jetzt mal hier stehen lassen. Die PS5-Wandhalterung. Dass ich heute Abend noch Videos machen kann, wenn es dunkel ist. Weil er sieht zwar jetzt hoppala, draußen hell aus, aber ist eigentlich relativ dunkel. Das ist der ISO-Wert von der Kamera, der ist eigentlich gut eingestellt, aber die Sony-Kameras mit Licht, mit wenig Licht, machen sie ganz schnell ganz viel Licht raus. Also das ist, glaubt man gar nicht so, aber holla de Waldfee, kann ich euch nur sagen. Holla de Waldfee. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Den wird es zu gewinnen geben, genau wie dem PS4 Pro Standfuß. Wandhalterung, Entschuldigung, Wandhalterung. Ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich werde dazu noch mal ein separates Video machen, wenn wirklich dunkel, Entschuldigung, wenn es dunkel ist und dass man das mal ein bisschen mehr sieht, wie es leuchtet und so. Da leuchtet es auch alles wunderschön blau. Also ich bin begeistert. Ich liebe die Dinger. Die sehen so heftig geil aus. Unter der PlayStation, weil meine ist ja liegend, meine Pro. Und von meiner Tochter, die kommt an der Wand. Und meine PS5 ist auch liegend. Und wenn ich hier so rauf gucke und es sieht so heftig aus. Es sieht einfach nur mega geil aus. Das andere kann ich euch nicht sagen, es sieht einfach nur mega geil aus. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.